Mahlzeit, herzlich willkommen beim Radio Video Magazin und einem neuen Video meinerseits. Und wir sind in Bonn beim Pütschesmarkt, aber es geht noch nicht los. Ihr habt euch gewünscht, dass wir euch mal einen Rundgang über eine Kirmes machen, bevor es losgeht, damit ihr wisst, was hier steht, was ihr fahren könnt. Und das machen wir jetzt. Morgen geht es hier los. Wenn ihr das Video seht, ist es dann heute schon losgegangen. Und wir machen einen kleinen Rundgang, zeigen euch, welche Attraktionen, welche Fahrgeschäfte stehen hier auf dem Pütschesmarkt, was wir euch logischerweise dann aber nicht zeigen können, wie viel Kirmesgeld Mami euch ins Portemonnaie tun soll oder in euren Scout-Portemonnaie, was man sich so umhängt, weil die Preise stehen noch nicht draußen. Und wir starten direkt mit Ghost. Sind hier noch fleißig am Aufbauen. Ich sag mal so, wir haben jetzt Donnerstag. Bis Dienstagnacht haben die in Moers noch gespielt und gestern war in Moers großer Abbau und jetzt ist hier großer Aufbau und es ist jetzt nur noch Dekoration und Feinarbeit, aber krass. Und was ich auch jetzt schon mal vorwegnehmen kann, wir machen jetzt hier Coinpusher und so nicht, Reingeschäfte nicht, Gastronomie natürlich auch nicht. Wir gehen nur die großen Fahrgeschäfte einmal durch. Ghost ist übrigens so eine Walkthrough-Experience. In Gruselig habe ich noch nie gemacht. Nee, kein Preis, ne? Nee, ja. Die Bayern-Festhalle. Typisch für Bonn. Wie viele Autos haben Sie in Bonn? Bonn? Ja, eins. Das ist schon eins als Kennzeichen, ist schon bosshaft, ey. Verlosung. Hier hat jemand was Neues gekauft. Paletten mit schwarzer Stretchfolie drum ist immer so, was ist das? So, Euro-Rutsche. Ja, eine Sackrutsche, Teppichrutsche, kennt ihr auch. Finde ich krass, wenn es fertig ist, wie übertrieben heftig das immer wirkt. Und jetzt so normal, so, ja. Für euch jetzt nicht so weird, für mich schon, weil ich es gestern erst fertig geschnitten habe, das Video zum Usher Band. Und da gab es auch eine große Sackrutsche und daneben stand Big Splash und hier steht auch Big Splash. Revachon Wildwasser 2 oder wie nennen sie das da? Also große Wasserbahn, Lokflume, Baumstammbootfahrt, eine große Abfahrt, eine kleine Abfahrt, Double Down. Ja, Big Splash halt, ne? Und ich sag mal so, bei dem Wetter, das ist auf jeden Fall place to be, würde ich mal behaupten. Da brauchst du keine Schutzschilder oder so wegen Wasser. Ey, auch verlosen die ganzen Kartons, die jetzt davor stehen. Nessie, Schiffschaukel von Markmann. Markmann ist ja auch hier, ist ja die Home-Kirmes. Und Nessie haben wir euch auch schon mal Backstage gezeigt mit dem Fokus auf das VR-Fahren auf Nessie, was auf jeden Fall sehr crazy war und sehr verrückt und auch spannend, wie das funktioniert. Wenn nicht gesehen, wird es hier bitte geguckt. Nach diesem Video. Aber auch schönes Fahrgeschäft, oder? Noch schöner ist eigentlich nur die Zugmaschine. Die ist ja richtig, richtig gut im Saft, ey. Ich habe ja gesagt, dass wir jetzt nicht so die kleinen Sachen machen, aber Captain Jimmy finde ich schön. Das ist ein cooles Kinderkarussell. Also ich als Kind wäre das auf jeden Fall sehr gerne gefahren, glaube ich. Alcatraz, da steht Labyrinth. Ich weiß nicht, ob jetzt Spiegel oder Glaslabyrinth oder vielleicht was ganz anderes. Das weiß ich gerade gar nicht, ehrlich gesagt. Es bleibt geheim. Ihr müsst hier hinkommen, das zu erfahren. Die Krabbe ist cool. Eine große Geisterbahn gibt es natürlich auch, und zwar Spuk. Ich glaube, Spuk gilt sogar als Grauzonen-Count, falls ihr Counter seid. Fragt mich bitte nicht, warum. Das gilt und andere Geisterbahnen nicht, die auch Schienen haben und Abfahrt, Auffahrt. Ich bestimme das nicht. Ich habe da auch wirklich keine Zeit und keine Lust, zu mich da intensiv mit zu beschäftigen. Aber trotzdem eine coole Anlage. Das sieht aus wie ein Miniscooter, der gerade hier entsteht. Und dann haben wir noch... Ich glaube, wir gehen einfach noch weiter. Ich erzähle euch jetzt nicht von... Ich erzähle euch überall, wo was ist. Weil das ist jetzt so... Der Hawaii Swing ist jetzt ein bisschen zugebaut. Da gehen wir, glaube ich, jetzt mal rüber. Fangen aber erstmal hier an, denn hier gibt es noch ein sehr großes Fahrgeschäft. Und zwar Escape Flight of 4. Und das ist ja die Neuheit von letztem Jahr von Mondial gebaut. Haben wir euch schon mal erzählt, haben euch ganz oft auf der Messe gezeigt. Messe kommt bald auch übrigens. Und Escape könnt ihr also hier fahren. Riesig, schick. Und Alter, 2, 4, 6, 12 Moving Heads da. 14. 14 Moving jetzt erstmal, gib ihn, weißt du. Nee, sehr cool.
auch mit den Kisten, mit den Nebelmaschinen drin und so. Gefällt mir auf jeden Fall. Aber andererseits ist auch, du hast so eine riesen Platte und dann so kleine Gündelchen gefühlt drauf. Und also du brauchst auch den Platz, aber irgendwie ist das so ein bisschen leer. Wir gehen weiter und dann haben wir nämlich hier auch noch einen normalen Autoscooter. Und den Rest gucken wir uns jetzt an. Die Uschi, die wollte noch ein paar Aufnahmen machen. Hinter mir ist ja noch der Hawaii-Swing, den ich gerade erwähnt habe. Matterhornbahn, sieht auf jeden Fall sehr schick aus. Und dann hier mittig, kann man auch komplett drumherum laufen, gibt es dann noch einen Wellenflieger. Captain Karussell, absoluter Klassiker. Ist auch ein bisschen nackig unten. Haben wir schon mal gezeigt, wie sowas funktioniert, wie so ein Wellenflieger aufgebaut ist. Verlinke ich euch auch gerne hier nochmal ein Video. Und ich glaube, wir gehen jetzt in die Richtung weiter. Und da kommen wir dann noch zu einem großen Riesenrad. Das Europarad ist übrigens mit 55 Metern Höhe eins der größten transportablen Riesenräder der Welt. Und ihr könnt das ab 12 Jahren für 8 Euro fahren und zwischen 2 bis 11 Jahren für 6 Euro. Die Preise kann ich euch jetzt schon mal verraten, weil sie jetzt schon mal dran stehen. Und hier wird auch noch fleißig geschrubbt und es ist schon sehr groß, sehr beeindruckend. Aber ihr habt dann einen geilen Ausblick über die ganze Kirmes und über Bonn oder über das Rheinland oder weiß ich über was alles. Sehr, sehr cool, gefällt mir. Hinter mir ist noch Laserpix. Das ist ein interaktiver Shooter, interaktiver Dark Ride, wo ihr in Videospieloptik aus dem Nintendo-Zeitalter quasi in so kleinen Wagensitz durchfahrt und mit einem Pistölchen euch nicht gegenseitig duellieren könnt, sondern ihr könnt Ziele abschießen und dann Punkte sammeln und das ist quasi das Duell gegeneinander. Haben wir euch zum Beispiel in so einem Video auf Kange gezeigt, dass das halt für Families total geil ist. Unter anderem auch wegen der Gestaltung und natürlich dieser Spielcharakter dabei. Aber auch traurig, dass sie hier das komplett einzäunen muss jeden Tag, damit dann ganzen Deko-Elemente da bleiben, wo sie sind und nicht weggeklaut werden. Gegenüber von Laserpix haben wir Commander und das ist ein Shake'n'Roll. Das Dach ist jetzt noch offen. Sieht total weird aus. Irgendwie besteht dieses Fahrgeschäft nur noch aus Moving Heads, was ich total geil finde. Was ich aber auch spannend finde ist, hat man extra diesen Kunstrasenteppich, den man sonst auf dem Balkon liegt, für Pütchens Markt gekauft, damit das vorm Geschäft schön aussieht, weil die auf so einer Ecke sind. Und B, hat das jetzt Tatsache einer in Form des Bordsteins oder des Rinnsteins geschnitten? Das sieht voll gut aus. Das ist viel schöner, sollte es regnen. Das ist nämlich auch Wiese, nämlich dahinter. Stehst du nicht im Matsch. Und Performance Floor ist halt jetzt nicht rund, sondern eckig. Aber also das macht wirklich was her, aber wie weird ist das? Und das ist nicht so wie in Frankreich, wo ich mich kaputt gelacht habe, dass man da um den Baum, um die Wurzeln drumherum geschnitten hat. Das ist halt ordentlich und anständig, weil wir sind nicht in Frankreich, wir sind in Deutschland. Aber sehr coole Attraktion, steht hier auch irgendwie sehr geil. Wir müssen mal gucken, wie wir weitergehen. Ich glaube, wir gehen weiter da lang, dass ihr das schon mal gehört habt, weil da ist ein Fahrgeschäft, das steht noch nicht ganz. Das sieht super lustig aus von hier, sieht aus wie eine Baumaschine erstmal. Kinderfamilienachterbahn Crazy Jungle Wacky Worm Big Apple. Gratuliert übrigens zu 650 Jahre Pütschesmart. Und ist die Achterbahn, die ihr fahren könnt, finde ich halt auch super süß. Auch, dass sogar im Track so ein Äffchen hängt. Tolle Dekoration mit Blumen und Hüten hier dran und ganz vielen Tieren. Und man sitzt in einem Löwen, also der Zug ist ein Löwe. Und das ist halt Crazy Jungle. Gefällt mir sehr gut. Count is Count. Also nicht für mich, aber für den einen oder anderen vielleicht. Und machst du nichts falsch mit, ne? Also Wahnsinn, wenn du das hier so anguckst, ne? Das ist ja wirklich der Crazy Jungle. Das ist auch unten alles voll mit Tieren und mit Tarnnetzen, damit du wirklich diesen Dschungel-Look hast und so ein paar Bäumchen. Das finde ich ja richtig geil. Da hat sich auf jeden Fall jemand Mühe gemacht. Booster Max ist die Baumaschine. krass, oder? Also das sieht, also wird noch aufgebaut und siehst du mal, was nur so ein Propeller, also da alles dahinter steckt. Also klar, das ist halt auch ein Booster und kein KMG Speed. Das ist ja wirklich Spielzeug dagegen. Aber sehr, sehr, sehr beeindruckend. Die bauen noch auf, haben ja auch noch ein bisschen Zeit. Und ich glaube, ab einem gewissen Punkt geht es auch ziemlich schnell. Was für ein massiver Arm das ist. Ne? Das ist schon sehr krass. Wahnsinn. Sehr, sehr beeindruckend. Um sich das noch mal ein bisschen besser vielleicht vorzustellen. Ne? Du hast halt den Einmittelbau, da ist dann der Arm, der wird ja mit diesem Hydraulikstempel aufgestellt. Aber vorher rangierst du den anderen Transporter dran, wo dann der Arm dran ist, der sich dreht.
und nicht der Mast, wo der Arm dran ist. Da wird das, glaub ich, dass es so funktioniert, miteinander verbunden. Dann hydraulisch hochgeklappt, unten wird das jetzt alles verschraubt. Also das dauert jetzt erstmal, bis überhaupt die Schrauben da sind, wo sie hin müssen, bevor man die anzieht. Bei sowas übrigens werden alle, also bei allen Fahrgeschäften, werden die ganzen Schraubverbindungen auch abgeknackt. Das bedeutet mit dem Drehmomentschlüssel auch aufs richtige Drehmoment befestigt, damit der ganze Quatsch auch hält und nicht einfach nur festgewichst, weil nach fest kommt ab. Einfach mal so vielleicht noch so ein kleiner Exkurs. Das ist eine der Gondeln, ne? Die andere ist auch noch dahinter und Deko und alles, das gehört auch noch dazu. Oh Gott, ey, was für eine Arbeit. Die Gondel, die wird ja auch gebremst, damit die alle ein- und aussteigen können, dass sich das Ganze halt auch so dreht. Und das ist die Bremse dafür, also die Bremsscheibe. Leute, das ist mein Oschi. Das ist nur dafür da, um eure Hintern mal kurz anzuhalten. Hier ist dann auch noch so Kinderkarussells, Fahrgeschäfte, Gastro. Was auf keiner Kirmes mehr fehlen darf, ist übrigens das Toy Wheel. Das ist bei uns schon zum Running Gag geworden. Eurocoaster ist eine große Achterbahn, die hier steht. Bevor wir nach vorne gehen, vielleicht einmal, wenn du diese Kurven anguckst, wie du rein und raus fährst, ja, das muss eventuell so gebaut werden, aber irgendwie, das sieht falsch aus. Das sieht einfach falsch aus. Und die neue Suspended-Achterbahn für deutsche Kirmesplätze. Wir werden sehr ausführlich drüber sprechen, wenn es soweit ist. Und wenn man was dazu sagen kann und oder darf. Wartet ab, es bleibt spannend. Ja, der Eurocoaster wusste ich jetzt auch noch nicht, habe ich jetzt noch nicht gesehen gehabt. Auch so ein Fun-Parcours jetzt vorm Eingang, bevor es losgeht. Du hast Kasse, Fun-Parcours, den läufst du hier lang. Also in zwei Reihen ist Fun und dann ist eine Reihe wieder anstehen. Bahnhof ist dann da vorne und halt Suspended Coaster mit Einzelgondeln. Ist schon was Besonderes. Wir sind dafür früher noch nach Holland gefahren, um da zu fahren. Könnt ihr jetzt hier in Bonn machen. Auch cool. Und noch ein Autoscooter, aber gegenüber vom Autoscooter steht noch was Interessantes. Gucken wir uns jetzt auch mal vor Ort, glaube ich, an. Und zwar Predator. Dies ist ein Monster, oder? Der läuft jetzt nicht. Also das ist gerade an. Allein das macht einen... Boah, die Gänsehaut, einfach weil das eine Maschine ist. Ey, das ist wirklich geil. Das Ding müsst ihr auf jeden Fall in Action sehen. Deswegen müsst ihr alleine hier zu Bitches Smart kommen und euch das vor Ort anzugucken. Was ein Stahlschwein auch, gefällt mir sehr gut. Es ist jetzt eine Sache, wo ich nicht weiß, ob ich das fahren möchte, aber angucken, das mag ich sehr gerne. ja, also wirklich jetzt einfach nur die Lüfter sind schon so, ja, komm, noch ein, jetzt fahren wir doch. Aber ohne Show, aber zieh dir das mal rein, was das einfach für ein brachiales Fahrgeschäft ist. Und dann dreht sich das gleich noch in alle Richtungen, theoretisch, ich weiß nicht, was die jetzt gerade machen, das ist schon krass. Das kann ja auch noch höher, das ist ja jetzt noch nicht mal ganz oben. Das ist wahrscheinlich jetzt nur, damit du mit dem Köpfchen unten drunter durchpasst. Wird auch sauber gemacht. Die sind hier alle am Putzen wie die Wilden. Das ist auch vielleicht nochmal, ich habe das schon oft erzählt, aber deutscher Kirmesstandard, ne? Es ist Weltklasse. Das ist wirklich, da liegen auch Welten zwischen allen anderen Veranstaltungen, die es so gibt. Wir waren wirklich weltweit schon irgendwie auf Kirmesplätzen und qualitativ, optisch, sicherheitstechnisch und überhaupt ist es ein himmelweiter Unterschied, was in Deutschland geboten wird und was du in anderen Ländern bekommst und wie die Sicherheitsstandards hier sind und die Kontrollen und so weiter und so fort. Das ist so krass, möchte ich vielleicht nochmal betonen, damit das nochmal deutlich gemacht wurde, oder? Was ich auch immer ziemlich witzig finde, wir sind öfter bei Kirmesaufbau-Nummern unterwegs. Vor allem bei schönem Wetter hast du immer diese alten Herren auf ihren Fahrrädern, meistens Mountainbikes, die dann immer so über den Platz rollen. Weißt du? Egal welche Stadt, egal wo, überall gibt es diese alten Herren, die das noch machen. So, ich hole euch noch ein bisschen ab. Hier kann man sich nämlich ein bisschen im Kreis drehen. Aeronaut, Skyflyer, das verwechsel ich mit Aeronaut, habe ich letztens auch schon abgefeiert. Ne? Die Station und so, dieser Steampunk-Look gefällt mir sehr gut. Und dann hast du einen Starflyer, einfach cooles Fahrgeschäft. Das ist, wenn du einen Kettenflieger und ein Riesenrad quasi zusammen
Parks. So, für mich ist das ein voll geiles Fahrgeschäft. Und sind wir auch viele verschiedene schon gefahren. Aeronauts sind wir auch schon gefahren. Disco-Fieber daneben, ein Hopster. Finde ich zu wenig Platz davor, weil das ist eine Sache, das guckt sich jeder einfach gerne an. Vor allem, wenn es dann so richtig abgeht und die Leute loslassen, da rumfliegen und so weiter und so fort. Oder du ein paar, ich nenne es jetzt mal Animateure mit da drin hast, die dafür ein bisschen Stimmung und Action sorgen. Also auch immer cooles Geschäft, meiner Meinung nach, in verschiedensten Stilen, Thematisierungen funktioniert das. Und wir haben auch noch als Funhaus hier die Villa Wahnsinn. Das ist noch wahnsinnig viel Arbeit, die da vor den Jungs liegt. Hier unten ist noch alles leer, aber oben sieht es relativ fertig aus. Krass komprimiert hier und direkt hier vorne ist noch ein Fahrgeschäft. Gehen wir jetzt auch noch hin. Das ist gerade sehr hart gebündelt an Attraktionen auf einem kleinen Punkt quasi. Ne? Aber ja, wird ja nicht hier kleckert, sondern hier glotzt. Das Konzept Teppich zieht sich durch, jetzt im Blau mit dieser Rundung. Ist auch gerade noch am Schneiden vor dem Breakdance. Also Breakdance, ne, wisst ihr alle, dat, ohne Breakdance geht keine Kirmes. Noch ein Autoscooter und ja, richtig nice. Gefällt mir auch sehr gut, auch von der Gesamtdeko und so. Das macht sich einfach richtig hübsch, meiner Meinung nach. Wir gehen aber auf jeden Fall noch mal ein Stück weiter, um mehr zu zeigen. Wenn die Preise bleiben, eine Fahrt 4,50, 4 Tickets 16 Euro, 10 Tickets 35 Euro. Steht jetzt überall groß schon an der Kasse. Gehe ich dann davon aus, dass das auch so bleibt. Gut. Hier ist Escape, das heißt, wir gehen hier weiter. Leute, bringt Zeit mit, wenn ihr hier hinkommt, wenn das in Betrieb ist. Aber da lohnt sich auch eine weitere Anfahrt. Du kriegst hier wirklich halt volle Dröhnung. Aber da reden wir gleich drüber, weil da ist noch mehr Zeug. Und wenn ich sage, ihr sollt Zeit mitbringen, dann meine ich das halt auch ernst. Voodoo Jumper, wenn ihr abends hier seid im Dunkeln, werdet ihr überfahren. Nein, dafür gibt es ein Sicherheitskonzept, dass das nicht passiert, bestehend aus Betonklötzen und Stahlseilen. Nein, sondern wenn ihr im, was ist das für ein geiler Müllwagen, schnell durch mal um, die Containerwagen von vorne. Wenn ihr abends hier seid und richtig Show gefahren wird, steht ihr eine halbe Stunde vorm Voodoo Jumper. Nicht, weil das so lange dauert, bis ihr drankommt, sondern weil ihr diese Show einfach sehen wollt und dann fahren wollt wahrscheinlich. Macht sich richtig gut und ich bin ja auch so, ich vertrage das nicht mehr in meinem Alter, wenn sich das so viel dreht. Ich bin früher, bin ich 5 Runden Breaks zum Stück gefahren, das war kein Problem. Voodoo Jumper ist eine recht verträgliche Angelegenheit, meiner Meinung nach. Das letzte Mal, als ich gefahren bin. Wann war das? Damals. 1845 vor Bayonne und wir hatten keinen Löffel. Wenn ihr dann noch mehr drehen wollt und Tradition und Party und Action wollt, geht ihr zu Octopussy von Markmann. Braucht man, glaube ich, nicht drüber sprechen, wie schön dieses Fahrgeschäft ist. Und dass zum Polyp ja auch einfach ein absoluter Klassiker ist und Spaß macht zu fahren. Das gibt es hier auch noch gegenüber direkt. Und ich glaube, das kann ich schon mal erwähnen, weil es sieht jetzt nicht besser aus, wenn ich näher dran gehe. Wilde Maus von Bart, meine ich nicht. Auf jeden Fall klassische wilde Maus, machst auch nichts mit falsch und ist noch eine große Achterbahn. Da haben wir schon 3 Achterbahnen, 2 davon relativ groß und jetzt wirst du überfahren. Die Minions sind zwar cooler, aber ich gehe mal lieber zu Super Mario, weil das ist gerade das aktuelle Thema und dann können wir das in den Titel schreiben. Nein, machen wir nicht. Weiteres Funhouse Happy Family und wie ihr seht, auch mit ein paar Lizenzen. Und final einer großen Rutsche, wo es runter geht. Wir sind jetzt noch bei der Maus und gehen ein Stück weiter, weil hier wird es noch mal hoch. Sehr hoch. Das, was ich gesagt habe mit Performance Floor und Rundung und was nicht funktioniert, kann man sich hier einmal genau angucken. Wollte ich schon mal erwähnt haben. Wie gesagt, viele Reihen, Geschäfte und Gastronomie und so weiter und so fort. Das geben wir nicht alles nacheinander durch. Aber Musikexpress sei auf jeden Fall auch noch mal erwähnt, sind wir jetzt bei 4 Euro die Fahrt und dann auch wieder mal ein bisschen oh Gott. Hä? Steht Louis auch hier? Ach, wir müssen doch nach da hinten. Ja, hab ich gerade auch gesehen. Ja, es ist Glück, dass er jetzt hier lang fährt und uns anhubt, sonst hätte ich nicht gewusst, dass wir noch da hinten hin müssen. Wir stehen vorm Fortress Tower. Freifahrturm von Funtime oder von Götzke, kannst du jetzt natürlich sehen, wie du möchtest.
Ich glaube, das ist der geilst thematisierteste Drop Tower auf Reisen. Das kann man, glaube ich, schon mal sagen. Auch wenn der Hangover Tower saustark aussieht, aber das gefällt mir halt vom Thema besser. Ich finde die Gestaltung saustark. Du hast nicht nur hier diese beiden Türme vorne an den Kassen, sondern halt eine richtig krasse dreidimensionale Rückwand. Gefällt mir persönlich super gut. Den Turm sind wir schon gefahren. Im Eifelpark stand er nämlich als Premiere in seiner ersten Saison quasi. Und da ohne diese Thematisierung, da stand einfach nur nackig quasi. Das gibt es hier auf dem Kanal, verlinke ich euch auf jeden Fall. Und den Turm könnt ihr hier auch fahren, ab 1,40 Meter Körpergröße, glaube ich. Ne? Aber richtig krass. Warte, soll ich noch mal was gucken? Gibt es hier noch? Gibt keine Höhe, aber die Gestaltung auch mit hier vorne und der Beleuchtung, alles, das ist schon stark gemacht, finde ich auf jeden Fall. Bevor wir da lang gehen, weil da ist, glaube ich, unser Ende, gehen wir also jetzt da lang, was wir gerade gelernt haben. Ja? Machen wir das einmal. High Impress, nicht unterschlagen. Hier Aufbauvideo, nein. Also ja, aber der steht hier richtig schön, der kommt hier richtig gut zur Geltung, darf es halt nicht verpassen. Super schönes Fahrgeschäft, die ganze Deko finde ich auch richtig cool, sehr schön gemacht hier mit dem Wasserspiel. Das mag ich, auch voll, dass es auch läuft. Guck mal bitte. Und das ist auch immer noch nicht alles. Hero City ist noch ein Funhouse, was direkt hier neben steht. Nicht verpassen, Leute. Ich wurde das letztens gefragt, also auch mehrmals inzwischen schon. Da gibt es ja auch so Bildschirme. Und da wurde ich gefragt, ob das ein Video von mir ist, was da läuft. Ja, ist es. Das auch nochmal erwähnt. Das habe ich gemacht. Das habt ihr richtig erkannt. Eine Entwicklung, die mir persönlich sehr gut gefällt, ist, dass wir auch bei Funhäusern inzwischen Flamejets auf dem Dach haben. Das sind belgische Wochen in Bonn. Weiter so. So, ich suche die ganze Zeit irgendwie nach einer Höhe. Da steht einer ganze Zeit vor riesigen Schildern, 80 Meter übrigens. Und wenn wir noch ein Stück weiter hier rüber gehen, haben wir den Airbone. Ein riesiges KMG-Geschäft und ein riesige Looping-Überkopf-Karussell-Schaukel-Action. Also eins der größten Looping-Karussells der Welt oder so ist, glaube ich, der Titel. Ne? Also, um das nochmal deutlich zu machen, 65 Meter hoch und 125 km/h schnell. Was ist das? Da steht KMP oder nicht? Was ist das? Das ist Holland. Snelheit. Ach so. Aber was heißt Stunde auf Niederländisch? Uhr? Ja, aber warum? Uhr? Heißt das nicht Uhr? Eine Stunde? Warte, da steht doch irgendwas auf Deutsch. Geschwindigkeit ist auch mit P angegeben. Hä? Nun ja. Dass das unglaublich beeindruckend ist, brauche ich, glaube ich, jetzt nicht mehr erwähnen und wiederholen. Ne? Das ist schon krass. Wahnsinn, Wahnsinn. Gibt es auch noch mal in England auf der Reise. Haben wir das euch auch schon mal hier auf dem Kanal gezeigt. So, das ist hoffentlich alles an großen Fahrgeschäften auf Pütchen Smart. Wenn ich irgendwas vergessen habe, schreibt das bitte noch unten in die Kommentare. Und kommt hier auf jeden Fall rum, zieht euch das rein. Ich habe euch auch noch mal eingeblendet, von wann bis wann ihr jetzt die Möglichkeit habt, das Ganze zu machen. Ich habe gerade gehört von der Mutti, wo die Kinder hier gesagt haben, die müssen das, das und das fahren. Ja, und wegen Pütchen Smart habt ihr auch Montag und Dienstag keine Schule. Respekt, aber ich glaube, das ist auch ein Schulhof da. Das wäre jetzt auch ein bisschen blöd. Heißt für mich also, von Freitag bis Dienstag geht der ganze Spaß. Saustark und ja, euch viel Spaß. Und jetzt habt ihr mal, bevor es losgeht, gesehen, was es alles gibt. Das habt ihr euch gewünscht. Ich hoffe, ich konnte eure Lust danach befriedigen. Wenn ihr wissen wollt, wie so ein Rundgang aussieht, wenn die Kirmes schon aufhat und wir euch noch mit Preisen allen drum und dran was erzählen, gibt es hier ein Video zur Kranger Kirmes. Guckt euch das gerne mal an. Und morgen macht es so, gibt's ein neues Video.